So, hallo, ich begrüße euch zu einem endlich mal wieder neuen SMW-Hack. Und zwar der Vanilla Level Design Contest Nummer 11. Wir haben kein Bild. Why have we no. Da ist Bild. Warum ist es so klein? Oh mein Gott. Warum ist das denn jetzt schon wieder so klein? So. Okay, perfekt. Wir sind vorbereitet. Ja, der Vanilla Level Design Contest Nummer 11. Also eine Zusammenstellung von ganz, 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 ganz vielen Leveln, die an diesem Contest teilgenommen haben. Es geht immer wieder darum, ihr kennt es mittlerweile, dass aus Vanilla-Elementen etwas gebaut werden soll. Und also eben nur Vanilla-Elemente vorkommen. Das Einzige, was nicht Vanilla sein darf, ist die Musik, was das Ganze natürlich etwas atmosphärischer macht, weil die normale Mario-Musik hat man langsam überhört. Wichtig an der Stelle ist erstens, dass ab und zu mal der Stevie in der Aufnahme dabei sein wird. Und das hat den folgenden Grund, dass er sehr, sehr viel mit dem Hack zu tun hat. Denn der An Evil Ghost, der hier unten steht, der hat das Ganze angefangen. Im Jahr 2019 bis Herbst 2020 irgendwie sowas in dem Dreh. Und dann wurde das Ganze ja nicht weitergeführt. Und Stevie hat sich dann aber rangesetzt und das Ganze vervollständigt. Was genau er alles gemacht hat, kann er uns dann gerne mal in einer der Aufnahmen sagen. Er wird nicht in jeder Aufnahme dabei sein, weil ich nehme halt immer sehr spontan auf. Das kriege ich also jetzt nicht hin, dass er da immer dabei ist. Aber insgesamt wird er auf jeden Fall ein paar Mal dabei sein. Und dann kann er uns da mehr dazu erzählen und dann verbreite ich auch kein Halbwissen. So. In der Hoffnung, dass ich das nicht schon getan habe. Gut, wir gehen jedenfalls rein. Ich werde erstmal immer ohne Save State spielen, weil es sind ja auch normale Level theoretisch. Also ich denke, das sollte hinzukriegen sein. Welcome to the 11th. 11. Willkommen zum 11. VLDC aus 2019. 111 Teilnahmen. Von vor 3 Jahren. Mit 116 Exits. Also sehr, sehr wenige Secret Exits. Das ist schon mal gut. Wir spielen fast jedes Level somit nur einmal. Okay. Und Overworld ist. Jetzt geht schon los mit der. Jetzt geht schon los mit dem Halbwissen. Overworld müsste auch von Stevie sein. Vielleicht steht es auch in den Infos und Credits drin. Wir gucken gleich mal, was hier alles kommt. Wir gucken gleich mal, was hier alles kommt. You can freely explore this world and play any of the entries you want. Ja, genau, das ist wichtig. Wir können also komplett frei uns bewegen. Die werden gespeichert, sehr schön. Man braucht sie nicht unbedingt, also wenn ich jetzt mal unbedingt die fünfte Yoshi-Coin nicht finde, ist jetzt auch kein Drama. Aber ihr kennt mich, ich will da natürlich eigentlich schon alles haben. Ja, it's up to you if you want, I want. So. You can press Start Select to exit a level. Jo. Kriegen wir hin. Is a level too difficult? Holding LR and Start will automatically beat any level you're in. Okay, das, ja. Ist okay. Würde mich jetzt interessieren, ob es an der Tastatur funktioniert. Werden wir gleich mal austesten. Spaßeshalber. Unlike in previous, there are no judge levels or other unlockable content. Okay. Alles klar. You can skip the credits by pressing select. Ach so, das heißt, hier komme ich direkt zu den Credits. Ah, ich verstehe. Okay, dann gucken wir uns die natürlich jetzt doch noch nicht an. Ich dachte, da steht vielleicht so ein bisschen, wer die Overworld. Also, da steht dann sicherlich auch, wer die Overworld gemacht hat und so weiter. Aber dann wird ja da wahrscheinlich noch viel mehr stehen. Das gucken wir uns lieber nicht sofort an. Okay. Gut. So, dann gehen wir mal erstmal nach oben. Gibt es jetzt hier sowas wie. Ich probiere mal ein bisschen was aus. Es gab mal so ein Dings, dass man, wenn man. Dass man irgendwie gesehen hat. Aber da unten steht das ja. Da unten steht das. Das ist Level ist von Yogui und der ist 17. geworden. Okay. Und wenn ich jetzt hier runtergehe, dann landen wir bei. Die Orange Toad, der ist 44. geworden. Okay, I see. Hide and Seek Items ist 30. geworden von Some Guy 112. Okay, gut. Alles klar. Und da oben sieht man auch so ein bisschen hier oben, so ein bisschen gräulich immer, was es hier alles gibt. Das ist sehr schön, dass auch die Monde angezeigt werden. Das ist wichtig.
Und das hier sind dann wahrscheinlich keine... Genau. Da gehen wir ganz zum Schluss hin. Das sind die, die gewonnen haben. Und das ist wahrscheinlich der Worst. Ja. Die machen wir beide zum Schluss. So. Was ist das hier? Okay, einfach Heliport. Ach, damit kann ich mich schneller bewegen. Oh mein Gott, ist das cool. Okay, Moment, wir landen wieder hier. Jupp. Und das hier ist, okay, weiß ich noch nicht. Werden wir auch später ausprobieren. Wir gehen erstmal ganz normal hier hoch. Und gehen mal da rein. Ich will kurz mal diese Start Select LR ausprobieren. Oh, das scrollt schon, Moment. Also, Start und jetzt LR. Tatsache. Und jetzt hat es den Haken. Okay. Und damit haben wir ein Exit. So schnell geht das. Was man aber ja nicht mal braucht. Also da man ja nichts freischalten kann, sehe ich jetzt nicht ganz, warum es notwendig ist, dass man das hat. Aber okay. Ist auf jeden Fall ein interessantes Feature. Ich meine, ne, wenn es jetzt so wäre, dass... Was wollte ich sagen? Krieg ich einen Pilz? Jawohl. Wenn es jetzt so wäre, dass... Ich fange immer an zu reden und dann ist... Oh, ist hier unten Boden? Okay, da ist Boden. Okay, das ist... Wow, kann ich da runter? Okay, uiuiui. Alles klar. Oha, oha, oha. Aber komme ich hier dann öfter durch die Höhle durch, weil die verschiedene Wege hat? Ich finde... Oh mein Gott, ach so. Hä? Oh, okay, wait. Und wie komme ich jetzt... Ach so. Ah. Also habe ich jetzt zufällig den Weg mit der Yoshiko... Da kann ich hier öfter durch. Ach so, jetzt komme ich oben lang. Okay. Und hätte ich jetzt den... Da oben war eine Yoshi... Ich hatte jetzt nicht vor zu sterben, aber ja. Da oben war eine Yoshi-Coin. Was wollte ich sagen? Ich wollte sagen... Mir fällt es gleich wieder ein, was ich sagen wollte. Mir fällt es sofort wieder ein. Ich war bei diesem, mit dem, dass man das Ziel, dass man das Level sozusagen schaffen kann. Also, dass man den Haken freischaltet. Und da wollte ich sagen, dass das ja nur dann notwendig oder sinnvoll ist. Oha, ja, moin. Das war's dann mit diesem Pilz. Da wollte ich sagen, dass das ja eigentlich nur dann notwendig... Ach, da komme ich mit der... Da komme ich später mal mit einer Ranke wahrscheinlich hoch oder sowas. Okay, Moment, Moment, Moment. Wir spulen schon mal ein bisschen zurück. Ihr müsst jetzt nicht jedes Mal den Anfang nochmal laufen. Ist in Ordnung. Oh Gott. Oh, da ist noch Yoshiko. Ah, da komme ich noch nicht ran. Oder komme ich da schon ran? Ich glaube nicht. Jetzt bin ich wieder hier. Okay, jetzt probieren wir mal was aus. Was ist, wenn ich hier runtergehe? Da ist noch Yoshiko. Ah, okay. Oh, aber das ist jetzt auch die erste. Das hat jetzt die andere noch gar nicht gespeichert, oder? Ich dachte, die werden zwischen des Levels gespeichert. Werden sie dann wahrscheinlich gar nicht. Ah ja, die muss ich nochmal sammeln. Okay. Ich dachte, die wären so, also dass die so, wenn man sie einmal gesammelt hat, bleiben die. Aber das habe ich wahrscheinlich falsch verstanden. Okay. So, jetzt haben wir eine Yoshi-Coin gesehen, und zwar, wenn ich hier oben rumgehe, ne? Genau. Oh, und da wäre ein Midway-Point. Ah, vielleicht speichert er mit. Oh mein Gott, na. No. Sind die jetzt wieder weg? Ja, okay, warte, dann machen wir das anders. Dann ich bin mal so frei. Ah, ich wollte da... Oh, wait, jetzt komme ich an die ran. Ah, das ist auch nicht schlecht jetzt. Jetzt komme ich so an die ran. Okay, okay. Ja, doch. Das ist auch in Ordnung. So. Aber komme ich jetzt bis zu dem Midway hoch, wenn ich ganz schnell bin? Nee, das ist tödlich. Okay. Ah, wie komme ich denn da hoch? Ohne, dass mich der Typ mitnimmt.
Da muss ich ein bisschen anders springen. Da muss ich ein bisschen anders springen. Okay, so. Jetzt kriegen wir das hin. Jetzt. So, und dann ist hier oben vielleicht die fünfte Yoshi-Coin. Okay. Nee, jetzt komme ich nur hier wieder runter. Wait, das bringt mir ja gar nichts. Da komme ich ja nur hier. Genau, da komme ich wieder hier hin. Das hat mir gar nichts gebracht. Nein, nicht schon wieder. Ist das dann so ein bisschen wie so ein Labyrinth aufgebaut, dass man gar nicht da oben lang muss? Wahrscheinlich. Ich meine, da unten war ja auch eine Röhre. Jetzt gehen wir mal da runter zu der Röhre. Aber ich glaube, die führt die nicht auch? Ah, die führt hier unten wieder raus. Okay. Wenn ich jetzt also komplett runterwärts gehe, alles so runtergehe, alles runtergehe, also auch hier mich fallen lasse. Da unten ist auch ein... Aber dann komme ich jetzt nur hier raus. Okay, das ist interessant. Okay, ich glaube, jetzt habe ich es gecheckt. Hier ist jetzt ein Pilz. Und mit dem Pilz kann ich... Nee, das ist ja gar nicht. Ich wollte gerade sagen, kann ich jetzt das kaputt machen? Das ist ja gar nicht so ein Ding. Wait, nee, da oben war ich auch schon, oder? Ich glaube, da oben war ich auch schon. Ja, nee. Jetzt habe ich zwei. Wo habe ich jetzt was gedanklich verpasst? Ich wollte wieder da in die Mitte hoch, aber ich glaube, da ist auch nichts anderes nochmal gewesen. Wir rutschen jetzt hier nochmal durch. Genau so. Dann hier hoch. Ja, aber genau, jetzt sind wir wieder am Anfang. Also am Ende. Am Anfang als am Ende. So. Ah, dann kann ich jetzt hier durch. Oder muss man einfach schneller... Nee, also nee, ich sterbe ja, wenn ich da hoch versuche zu gehen. Irgendwas sagt mir, dass ich hier noch nicht alles mitgenommen habe, was ich mitnehmen könnte. Ah, ich kann hier ja auch runter. Nee, hä? Okay, das war schlecht. Ich bin tatsächlich gerade überfragt, wie das Level geht, ne? Aber wir spulen mal zurück, dass wir die Yoshi-Coins behalten. Sehr gut. Also so komme ich ja hier oben raus. Aber hier ist jetzt ja nichts. Moment. Allerdings bin ich jetzt durch eine Röhre. Ah, ich bin... Ich bin jetzt durch eine Röhre hier reingegangen und jetzt ist das Level natürlich auch nach links betreten. Jetzt kann ich natürlich nach links laufen. Ja. Das ergibt jetzt alles Sinn. Okay, jetzt ergibt... Ja, und da ist die letzte Yoshi-Coin. Und jetzt kommt nämlich die Ranke, die ich gemeint habe. Und jetzt kann ich auch... Ja, und jetzt kann ich nämlich auch problemlos... Jetzt kann ich nämlich auch problemlos den Midway Point auslösen, weil ich jetzt ja nach links laufen kann. Die Röhre da oben sorgt dafür, dass ich nach links komme. Das ergibt alles erstaunlich viel Sinn. Gerade so in der Zeit noch geschafft. Uff. Okay, jetzt gehen wir hier in die andere Richtung zurück. Ja, wir werden aber sterben. Wir werden sterben. Aber es macht nichts, wir haben die Yoshi-Coins. Wir schaffen es nicht. No. Hoppala. Aber interessantes Levelkonzept. Definitiv interessantes Levelkonzept. Genau, jetzt sind die Yoshi-Coins abgehakt. Ich meine, das Level ist jetzt auch schon abgehakt, aber wir haben es ja noch gar nicht abgeschlossen, ne? Dann müssen wir natürlich nochmal durch. Ups.
So. Muss sagen, den Scrolling-Teil finde ich ein bisschen... Naja, es passiert halt nicht viel. Und das ist dann meistens nicht so spannendes Scrolling. Weil man dann halt auch eher geneigt ist, Fehler zu machen. Aber kommt jetzt hier direkt das Ziel? Oder geht's jetzt... Oh, es geht jetzt nach oben weiter. I see. Schießt du? Ja. Boah, ich hätte es fast verpeilt. Okay, ich hoffe, ich kann noch einen warten. Kommt. Nein! Nein, so auch nicht. Nein, jetzt springt er. Gerade hat es noch gut gepasst und dann bin ich einfach daneben gesprungen. Nein! Nein, nicht von da. Ja, von da. Das wollte ich machen. Das wollte ich tun am Anfang. Und das hat nicht funktioniert, weil ich doof bin. Krieg ich einen Pilz? Ich krieg einen Pilz. Okay. So viel zu Save State Less, ne? Ja, ich weiß. Wir arbeiten dran. Wir arbeiten dran. Aber ich möchte auch bei einem Scrolling-Level... Ich will das nicht... Das ist, nee. So... No! Oh, ich brauch den. Oh, das habe ich aber gerade so. Ich meine, gut, ich hätte mit der Kugel... Oh mein Gott! Ich hätte mit der Kugel auch hochgekonnt, aber man muss es ja nicht übertragen. Oh mein Gott! Der kommt ja wieder hierher. Wohin muss ich denn jetzt? Das ist ein bisschen ungünstig alles hier. Komme ich da direkt rüber? Ja, okay. Puh. Okay, hier kommt jetzt irgendwas. Von oben runter oder von drüben oder was? Ach so, okay. Gut. Gut. Dann haben wir das jetzt geschafft. Sehr schön. Und jetzt auch richtig. Nicht nur mit Start L und R. Aber gut zu wissen, dass es funktioniert. Nur wie gesagt, ich verstehe nicht, was man davon hat, jetzt hier mit Start Select, mit Start L und R das Level abzuschließen, wenn man am Ende eh nichts freischaltet. Also ich meine, dann hat man zwar da Exits nachher 116 stehen, aber hat es nicht erreicht und hat auch nichts davon. Außer, dass es da steht. Aber ist okay, kann man natürlich machen. Next, achso, und das waren jetzt 17 Punkte, ne? Hier, genau. Ich wollte gerade sagen, hier wäre es jetzt wieder interessant zu wissen, wie so die Einzelbewertungen waren, aber ich glaube, die kriegen wir hier nicht. Und ne, ich wollte nicht nochmal rein. Die kriegen wir hier nicht mitgeteilt. Okay. Next Tactics von Magnetic Net. Nee, andersrum. Magnetic Net hat gebaut... Nein, andersrum. Magnetic Net wurde gebaut von Next Tactics und ist 55. geworden. Also deutlich schlechter als das hier. Mal gucken, was da los war. Und stimmt, das muss man... Das muss man immer wieder betonen, also das werde ich auch öfter be- Ah, das sind solche. Okay, ich verstehe. Das sind einfach, ja, für mich sind die keine Netze, das ist einfach für Gegner. Okay, I see. Und was ich gerade sagen wollte... Oh, shit. Hä? Okay. Warum ist der denn da hochge... Ist der real, wenn der da oben hoch, wenn der da hochglitscht? Ist der real, als taucht er da wirklich... Bruder. Wie passiert das? Alter. Das ist voll witzig. Mich interessiert nur, ob der da... Als ob der real ist, wenn der da oben ist. Krieg ich das irgendwie hin? Nee, ich krieg das nicht hin, hier gleichzeitig zu sein mit dem... Krieg das nicht hin, da gleichzeitig zu sein. Schade. Hätte mich jetzt interessiert, ob das denn real ist. Und woran das liegen könnte. Naja, aber der verschwindet wieder. Okay, egal.
An die Yoshi-Coin kommen wir von oben ran. Tock. Komme ich da irgendwie runter? Nee. Nee. Okay, also so komme ich dann doch noch nicht dahin. Oh, da ist der Mond. Okay, wir wissen schon mal, wo der Mond ist. Aber wir wissen noch nicht, wie man hinkommt. Okay, wir gehen mal... Oh, shit. Ja, ich... da muss ich spinjumpen. Okay, auf die Dinger muss ich spinjumpen. Aber ich muss ja irgendwie da vorne hochkommen. Und... Oh. Und er kann aber nur... Also er rennt da nur. Mehr kann er nicht, ne? Er springt auch nicht oder sowas. Wie soll ich da hochkommen? Komme ich vielleicht später die Feder oder so? Oh! Natürlich. Natürlich, das ist für Items durchlässig, das Zeug. Ja, okay, got it, got it, got it. So, dann einmal den Mond. Schade. Ich weiß, das könnte man mit dem Springboard machen. Ich will es aber jetzt stylisch machen. Wir machen das jetzt stylisch. Schade. Wir machen das stylisch. Und wenn es das Letzte ist, was ich tue. Nein! Hat er gesagt und stirbt. Aber Waffe. Unfassbar. So. Ach, komm schon. Okay. Also wenn ich in jedem Level so rumtrödel, dann dauert das noch ein bisschen länger als gedacht. Aber wie komme ich jetzt an die Yoshi-Coin da drüben ran? Oh. Indem ich das Springboard hier runterschmeiße. Natürlich. Natürlich. Na, oh mein Gott, ich mache hier aber auch. Also ich komme in den nächsten Parts, komme ich wieder ins Spiel rein. Im Moment bin ich noch nicht so wieder drin. Kriegen wir aber alles hin. So, du kommst jetzt mit. Ach so, ich muss es gar nicht auf das Netz legen. Ich muss es hier entlegen. Gut. Schön, dass wir das geklärt haben. So. Okay, und jetzt kann ich hier rüber. Bock. Bock. Schauen wir mal, wie weit wir ohne Stage kommen. Oh mein Gott, ich fahre schon wieder zurück. Aber es geht gut, es geht gut. Ich kann hier zurückfahren. Alles gut, nichts passiert. Noch ist nichts passiert. So, wo ist der jetzt? Wo kommt der runter? Da. Und da. Und wir gehen in die Röhre. Okay. Ah ja, das wollte ich am Anfang des Levels sagen. Ihr müsst immer... Oh mein Gott. Ihr müsst immer bedenken, dass alles hier... What? Ich check jetzt nicht ganz, wofür der P-Switch ist. Der Schlüssel ist hierfür so, aber ich komme ja nicht da drauf auf die... Wait, was passiert, wenn ich den drücke? Ach so. Scheiße. Da müssen wir wohl einmal
Oh, wie komme ich denn jetzt? Ja, das war's dann in der Runde. Okay. Wie bin ich denn da rübergekommen von da aus vorhin? War da eine Plattform oder sowas? Ach, da waren diese Münzen. Verstanden. Aber wieso sind da 3 Millionen... Ach so, der Schlüssel soll gar nicht... Der Schlüssel soll gar nicht rutschen. Das ist viel einfacher. Der Schlüssel soll einfach liegen. Mehr soll der gar nicht tun. Der soll da einfach liegen. Und brav sein! Oh mein Gott, ich bin so schlecht. Aber jetzt ist er... Ich weiß, was ich machen muss. Ich muss den hochwerfen, dann bleibt er liegen. Dann dreht er... Ja, dann bewegt er sich nicht. Ja. Natürlich. So, zack. Okay. Nimm! Okay. Na! Alter! Ich wollte das doch ohne Stage spielen. Aber wenn ich so blöde Tode hier hinhaue, dann ist das nicht so das Wahre. Okay. Okay. So, jetzt haben wir die Yoshi-Coin. Eieiei. Gut. Jetzt ist die Frage, will ich wieder zurücktracken, um mal zu gucken, was da so alles war, was wir so verpasst haben. Ich habe jetzt meinen Satz immer noch nicht vervollständigt übrigens. Ihr müsst bei jedem Level bedenken, dass es immer darum ging, das Ganze mit Vanille-Elementen zu bauen. Also wenn es nicht nach Vanille aussieht, dann ist es besonders gut gelungen. Ja? Das gehört zur Bewertung vor allem dazu. Wenn man es geschafft hat mit Vanille-Elementen... Scheiße. Wenn man es geschafft hat mit Vanille-Elementen... Komme ich da wieder hoch? Nee. Wenn man es geschafft hat, mit Vanille-Elementen was zu bauen, was nicht wie Vanille aussieht, na, dann hat man gewonnen. Das ist genau das, was passieren soll. Aber hier komme ich wieder zurück, richtig? Yes. Alles für die Yoshi-Coins. So, jetzt wissen wir ja, dass da Lücke ist. Das wusste ich vorher natürlich wieder nicht. Ja, das ist jetzt... ungünstig getimed. Geh weg. So. Ja, was ist hier? Kriegen wir ein Level auch mal ohne Zeit... Stress... hin? Okay. Ich weiß auch nicht, ob hier noch ein Midway-Point kommt. Okay. Und ich hoffe, der speichert die Yoshi-Coins. Da war noch so viel, was ich jetzt nicht ab... Da war noch so viel, was ich jetzt nicht gemacht habe. Aber wie komme ich denn... Wie soll ich denn da hinkommen? Ist das von der anderen Seite dann? Also, oder kommt man da später nochmal hin? Wir werden sehen. So. Oh! Haben wir da was gefunden? Scheinbar nicht. Warum ist jetzt ein Block? Was ich auch noch nicht so ganz verstehe. Das Level heißt Magnetic Net, aber so wirklich zentral ist das Element mit dem magnetischen Netz jetzt auch nicht. Haben wir die 3 Yoshi-Coins jetzt noch? Yes, okay. Die werden mit Midway Point gespeichert. Gut. Also die werden nicht so gespeichert, wie dass man sie eingesammelt hat oder man hat sie fest, sondern man muss sie mit Midway Point speichern. Aber dann sind sie fest. Okay. Gut. Ich meine, hier kam jetzt das Netz mal wieder vor, aber ansonsten kam es eigentlich relativ selten. Was ist jetzt hier Ri? Kann ich jetzt hier nochmal zurück? Ach nee, das ist hier für Ri.
Okay. Oh Junge, nee, jetzt kommen hier so viele Dinger, wo man sich dann verfahren kann die ganze Zeit. Okay, wir gehen nochmal in die Röhre rein. Und landen in einem extra Abschnitt, der wahrscheinlich auch wieder um sich um eine Yoshi-Coin dreht. Oh mein Gott, was... Oha. Ah, hier gibt's eine... Okay. Jetzt komme ich mit Schlüssel hier raus. Aber der ist jetzt nichts hierfür, ne? Also der Schlüssel ist wahrscheinlich was für weiter drü... Wait. Ich verstehe immer noch nicht, was dieser Block hier soll. Der ist einfach so alleine da. Hm. Hm. Oh mein Gott. Wofür ist das Ding hier? Wir fahren jetzt mal ganz hoch. Ja. Nein. Wieso? Komme ich hier lang? Okay. Ri. Ah, hier brauche ich den Schlüssel. Okay. Jetzt bin ich hier. Fallen die runter? Nee, na, das ist einfach nur Deko. Okay. Also, hier zum Beispiel merkt man schon noch sehr stark die Vanille-Elemente. Ja, das habe ich gedacht, dass da unten eine Yoshi-Coin ist. Aber ich guck mal, ob ich hier vielleicht erst einen Pilz bekomme. Yes. Dann können wir nämlich... Ja. Hier den Pilz opfern. Genau, das war der Plan. Runter wieder. Okay. Ich hier wieder einen Pilz zurück. Sehr gut. Okay, die Röhre da oben kommt mir komisch vor, weil also in die, entweder da ist ein... Nee, da ist nichts. Da komme ich in die nicht rein, so. Okay. Okay, den muss ich jetzt da rumlotsen. Jetzt haut der erstmal den Typen weg. Das ist doch schon mal was. Jetzt muss ich dir wieder rüber. So. Jetzt geht's hier hin. Und jetzt macht er hier die Ranke auf. Gut. Jetzt kann ich da selber runter. Mach dich mal weg, so. Und da ist die fünfte. Wir haben alles. Oh Gott. Ah, der macht... Nein, jetzt ist der weg. Kommt der wieder? Okay, ja. Ich würde zumindest jetzt den Schluss gerne ohne Stage schaffen. Sehr schön. Okay. Was ich jetzt nicht verstanden habe, war dieser ganze Zwischenteil kurz vor dem Midway Point. Da gab es noch viele, viele kleine Wege, wie man da hinkommt. Aber wir haben alles gefunden. Insofern ist das für mich in Ordnung. Wir müssen jetzt auch nicht jedes Level auf alles untersuchen. Okay, ein Level würde ich sagen, machen wir noch. Das sieht nach einem Herbstwald aus. Bramble Climb, okay. Also wenn es schon Bramble Climb heißt, könnte jetzt eine ganz spezielle Musik laufen. Wir gucken mal. Ob oder ob nicht. Natürlich. Natürlich. So. Na, und wenn jetzt jemand fragt, hä, wieso wurde da nicht die Bramble-Grafiken, gibt es doch, warum wurde die nicht verwendet? Wie gesagt, denkt immer daran, es dürfen nur Vanille-Elemente benutzt werden. Und dafür sind ja die Stacheln eigentlich ganz nett eingesetzt, ne? Weil so kleine Stacheln gibt es ja eigentlich in SMW auch nicht. Sondern es gibt ja nur die großen Stacheln. Also das ist eigentlich schon ganz nett gemacht. Use the net doors to flip over to the... Achso, ja.
plopp. Dann tut mir das alles nicht mehr weh hier. Sehr schön. Und jetzt war es das an der Stelle. So. Jetzt habe ich nicht geguckt, ob es in dem Level auch einen Mond gibt. Aber das werden wir feststellen. Ah, eine Blume, sehr schön. So. Das war alles nicht so smart. Ach, warte mal, in dem Level gerade waren ja auch blaue Blöcke versteckt, ne? Also nicht versteckt, aber da waren ja blaue Blöcke. Vielleicht hat es dann was damit zu tun, dass man erst den blauen Switch braucht, um da irgendwo hinzukommen. Aber dann ist es natürlich auch nicht weiter wichtig. Weil, wie gesagt, wir haben alles gefunden, was wir... Wow, wow, wow. Stopp. So. Wir haben alles gefunden, was man finden sollte. So. Hat das hier unten jetzt wieder mit einer Yoshi-Coin zu tun? Wahrscheinlich schon, oder? Wait, oder ist oben der Weg für die Yoshi... Oh, shit. Ist hier oben der Weg für die Yoshi... Hier könnte der Weg für die Yoshi-Coin sein. Ja, das sieht nach Bonus aus. Oh ja, das ist sogar ein... Ich hatte jetzt ein bisschen Angst, dass das erst so ein Parcours-Bonus ist, aber es ist ein ganz normaler, einfacher Bonus. Man kommt direkt weiter. Sehr schön. Ah, und hier komme ich raus. Dafür ist diese Röhre da. Ich verstehe. Und da ist der Midway Point. Aber wenn viele Level Dings nutzen, die versteckten, also nicht die versteckten, aber die Bonusblöcke, vielleicht sollten wir erstmal die Switches betätigen. Dafür müssen wir zwar erstmal die Switches finden, aber vielleicht sollten wir die erstmal betätigen. Das wäre vielleicht eine Idee. Das wäre vielleicht eine Idee. Aua. Wieder eine Feder? Nein, nix. Keine Feder, die aufgefrischt. Okay, ich muss mich irgendwo drehen. Da ist das Ding zum Drehen. Okay. Wow, ich dachte, ich kann... Ah, ich glaube, das geht nur, wenn ich auf der vorderen Seite bin. Ich glaube, nur dann kann man die so kaputt laufen. These rope-like platforms are conveyor belts. Ja, das dachte ich mir. Aber danke für den Hinweis. So. Sehr gut. Yeeks. Oh oh. Oh, ich krieg gleich richtig auf die Mütze. Vorsichtig. No. Okay. Nee. Hannesne. Uiuiui. Diese Pflanzen. Die sind so unberechenbar. Was sie nicht sind, aber. So. Okay. Ist das wieder eine Bonusröhre? Nein. Das ist die Bonusröhre, wo man rauskommt, wenn man die hier nutzt. Okay. Ist eine sehr schöne, einfache Bonusröhre. Sehr gut. Aber bisher kein Midway Point, ne? Also wenn wir sterben, muss ich resetten. Oh mein Gott, ich dachte, ich habe mich schon tot gesehen. Oder haben wir einen Midway Point und ich habe es nur vergessen? Ich teste mal kurz, ob wir einen Midway Point haben. Ich will es nur kurz testen. Ich kann ja zurückspulen. Ich will nur wissen, ob ich ihn gedanklich vergessen habe. Okay, ich habe ihn gedanklich vergessen. Weil das gehört ja auch zum Level Design dazu, ob man einen Midway Point, Point einbaut oder nicht. So, ne? Und hier war schon einer notwendig. Aber er war ja da. Er war ja da. Ich habe ihn nur vergessen. Deswegen habe ich auch zurückgespult, weil ich wollte dem Level jetzt nicht Unrecht tun und sagen, ey, kein Midway Point. Nur weil ich zu doof bin, mich zu erinnern. Mein Gott. Schaffen wir irgendwann mal was ohne Zeitdruck? Was ist das denn hier? Ich will mir doch die Level in Ruhe angucken und nicht durchhetzen. So. Okay, wir haben alle.
Wir haben alles. Sehr schön. Juhu. Gut. Dann würde ich sagen, haben wir 3 Level geschafft. Ich glaube, wir haben auch alles gesammelt, was wir wollen. Wir haben keinen Mond. Wir haben den Mond nicht. Okay, nochmal rein. Okay, hier ist kein Mond. Okay, wo ist der Mond? Wo war noch eine Abzweigung, die ich jetzt nicht gesehen habe oder so? Na? Wo habe ich nicht aufgepasst? Aber das Level war schön. Also das Level war voll okay. Aber wo ist der Mond? Ist der einfach zu finden und ich bin einfach doof? Oder? Oder ist der wirklich gut? Oh, sag nicht, der ist hinterm Ziel. Ich habe halt hinterm Ziel nicht geguckt, so schnell. Oh, das wäre dumm. Oh, das wäre richtig dumm. Der könnte hinterm Ziel sein. Da bin ich fast im Überlegen, ob ich erstmal zurückspule und mich so umgucke hinterm Ziel. Bevor ich jetzt da alles nochmal hinspiele. Andererseits sind wir auch gleich da, also. So schlimm ist jetzt auch nicht. Wo gab's denn die Feder? Kommt die nicht auch jetzt gleich irgendwann? Ja, so kriege ich keine Feder. Moin. Ah, hier gibt's die Feder, ne? Nee. Da oben gibt's die Feder, genau. Also, ich würde gerade sagen, vielleicht brauche ich die ja für den Mond. Deswegen würde ich die mal versuchen zu behalten. Wenn ich nicht so inkompetent wäre. So. Nein! Ich wollte die behalten. Oh, hier wäre es allerdings sogar schwerer durch die Blöcke, weil dann hier der Ding nicht dreht. Auch interessant. Also die Blöcke machen es einerseits einfacher und andererseits nicht. Auch interessant. Was es nicht alles gibt. Oh mein Gott, ich will die Feder behalten. Will was testen. Also bisher haben wir den Mond nicht verpasst. So viel steht fest. Das wäre doch sehr weird, wenn der hier jetzt irgendwo wäre und ich den verpasst. Hallo! So. Jetzt habe ich auch was, um die Pflanzen zu killen. Weil die ganz frech sind. Mach die. Nein! Nein! Mach dich mal weg, so. Okay. Also ihr merkt schon mal... Oh, ich habe eine andere Idee. Yep. Yep. Okay. Ich denke, mein Vorhaben mit Safe States und so weiter, ich glaube, das ist doch eher mehr ein Hack zum Erkunden. Und um die Level zu sehen. Und dafür werde ich wahrscheinlich dann doch eher mit States arbeiten. Also mit Rewinds zumindest. Ich hoffe, das ist in Ordnung. Weil dann kann ich mich mehr aufs Erkunden konzentrieren, wie jetzt halt gerade. So, wenn ich jetzt jedes Mal hätte versucht zu spielen, bis ich mit der Feder da drüben bin. Wenn ich das jetzt jedes Mal versucht hätte. Wait, hier waren wir noch gar nicht, oder? Ach doch, das ist das Ende. Ja, wenn ich jetzt jedes Mal versucht hätte, da mit der Feder hinzuspielen, dann wäre das schief gegangen. So. Also machen wir es dann schon so. Ist in Ordnung. Ich denke, das ist in Ordnung. Gut.
Jetzt würde mich nur interessieren, sind eventuell in der roten Röhre, da am Anfang, sind da die Switches versteckt? What? Oh, das sind Ports! Okay, das sind Ports, aber da sehe ich, wo die Switches sind. Okay, aber der Punkt ist halt der. Aber abgesehen davon, das sieht super geil aus hier. Das gefällt mir total. Wenn Level diese Dinger nutzen, und ich will das Level ja sehen, wie es gedacht ist, dann werde ich erstmal alle Switches finden. Dann werden wir uns halt durch die Welt so ein bisschen durchporten und durch Switches suchen, so, ne? Hier ist zum Beispiel der grüne. Dann laufen wir da halt erst hin. Ich kann ja das ablaufen. Es ist ja alles begehbar, ne? Dann laufen wir das halt erstmal ab. Da ist der gelbe zum Beispiel. Also gelb, grün wissen wir schon. Wir wissen jetzt nur noch nicht blau. Aber ich würde fast sagen, der blaue ist in einer Wasserwelt. Gibt es eine Wasserwelt? Abstract World klingt auch geil. Da ist der blaue. Alter, das sieht super cool aus. Ey, die Oberwelt sieht wieder richtig nice aus. Und wenn ich richtig liege, dann hat es die Vidi gebaut. Wenn ich falsch liege, sorry. Aber ich meine, dass die von Stevie gebaut wurde. Ist er vielleicht hier? Nee, da ist auch kein blauer Switch. Aber sieht auch... Auch da die Pyramide... Also, Oberwelten kann man so geiles Zeug bauen. Es ist unfassbar. Ah, die Beachworld ist direkt hier oben. Ja, ist hier offen sogar. Auch interessant. Das ist gar keine Subworld. Skyworld könnte noch ein blauer Switch auch sein. Ja, okay, da ist der blaue Switch. Gut, dann haben wir alle Switches gefunden. Machen im nächsten Part erstmal die 4 Switches, damit wir die Level so haben. Ah, ich kann ja... Ich kann mich ja so schneller bewegen, ne? So kann ich direkt zum Switch hin. Sehe ich das richtig? Yo, nice. Okay, sehr cool, sehr cool, sehr cool. Dann... Fangen wir hier nächstes Mal an. Zack. Kann ich eigentlich hier auch wieder wegfahren mit dem Hubschrauber? Da kann ich nur vom Hubschrauberplatz aus Hubschrauber fliegen. Nein, ich kann von überall Hubschrauber fliegen. Nein, ich kann nur da Hubschrauber fliegen, wo ich ihn hingestellt habe. Das ist auch cool. Okay. Schön. So, Save State. Zack. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Danke fürs Zuschauen. Und tschüss.